wow, Mom, meine Haare sind okay. Warte. Wenn du einfach die Spülung benutzen würdest, die ich dir gekauft habe, dann wäre das kein Problem. Wenn ich in deinem Alter eine solche Haarstruktur wie du gehabt hätte, dann hätte ich keine Haarteile und Extensions. Naja, wenn du mich einfach Fußball spielen lassen hättest, wie ich es wollte, hätten wir dieses Problem nicht. Wir führen dieses Gespräch nicht noch einmal, Rue. Alle Mädchen in unserer Familie haben an der Miss Teen Pasadena-Wahl teilgenommen. Und der Sieg wird dir so viele Türen öffnen und dir eine tolle Aufmerksamkeit verschaffen. Und vielleicht findest du einen Freund. Oh mein Gott. Weißt du, mir ist das alles egal. Ich weiß, dass du das jetzt nicht tust, aber eines Tages wirst du. Und dann wirst du mir danken. Applaus für Kimberly, Leute. Als nächstes haben wir Rue. Ja. Okay. Kinn hoch, Schultern zurück. Los geht's. Ich kann nicht glauben, dass ich gerade gestolpert bin. Ich glaube, das hat alles ruiniert. Es tut mir so leid. Wovon redest du, Kimberly? Du hast keinen Grund, dich zu entschuldigen. Hör zu. Heute geht es nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Es geht darum, Spaß zu haben. Tut mir leid, hast du etwas gesagt? Oh, es ist nichts. Es ist einfach süß, dass du das wirklich glaubst. Wow, weißt du was? Ich habe keine Ahnung, wo du aufgewachsen bist. Aber die Mom, Art, wie ich... Mom, ist schon okay. Es ist... Lass uns einfach gehen. Und jetzt einen großen Applaus für Rue. Und als nächstes haben wir Jasmine. Hey, Kimmy, geht's dir gut? Ich habe gesehen, dass du dort hinten gestolpert bist. Ihr geht's gut. Warum verbrüderst du dich mit der Konkurrenz? Okay, wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen für die Fragen und Antworten und den Talentteil üben. Los geht's. Sorry. Mal sehen, wie viel du wiegst. Zwei Pfund weniger, genau nach Plan. Okay, ich mache jetzt eine Pause. Oh nein, 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 nein. Du musst deine Mudras üben. Ich hatte die nicht perfekt drauf. Und das hat mich die Krone für die Regionalmeisterschaften gekostet. Ich weiß, aber ich bin müde. Und du hast gesagt, wenn ich noch einen Pfund abnehme, könnte ich eine Pizza haben. Was ist wichtiger? Pizza oder die Misswahl? Du musst disziplinierter sein, wie du deine Zeit verbringst und was du zu essen wählst. Das wird dich von allen anderen unterscheiden. Wenn ich deinen Körper gehabt hätte, hätte ich es bis zu den Nationalmeisterschaften geschafft. Gut. Vergiss nicht, dass du mir versprochen hast, ich könnte beim Fußball mitmachen, wenn ich den Wettbewerb dieses Jahr gewinne. Klar. Okay. Fang an zu üben und ich mach dir einen Proteinshake. Okay. Sorry, ich bin spät dran. Ich habe beim Feinkostladen angehalten und ich habe Sandwiches für alle mitgebracht. Ich hoffe, ihr mögt Truthahn. Was machst du da? Ich will mein Sandwich nehmen. Das ist Truthahn. Truthahn macht dich aufgebläht und lethargisch. Das ist nur ein Ammenmärchen. Ammenmärchen oder nicht, wir brauchen jeden Vorteil, den wir bekommen können. Siehst du die da drüben? Sie ist eine Meisterin der Kampfkunst. Und ich habe keine Ahnung, was die anderen geplant haben. Wie auch immer, ich werde die anderen Mädchen suchen gehen. Fang an nicht zu denen, du bist als Nächste dran. Das kannst du ja richtig gut. Ist das dein Talent? Schön wär's. Wenn es nach mir ginge, wäre ich beim Fußball. Meine Mom hat mich dazu gebracht, einen traditionellen indischen Tanz zu machen. Warte, Fußball? Echt jetzt? Darauf wäre ich nie gekommen. Du siehst immer so gepflegt und ordentlich aus. Ach, glaub mir, das alles wird zusammengehalten durch Haarnadeln und Skin. Was auch immer dein Talent ist, es sieht so aus, als wärst du in allem ziemlich gut. Und ganz ehrlich, du hast wahrscheinlich die höchste Punktzahl von allen hier. Vielleicht aber ehrlich gesagt, ich würde jeden Tag mit dir tauschen. Du siehst so aus, als wärst du mit Leidenschaft bei der Sache. Und deine Mom unterstützt dich so sehr. Naja, deine Mom sieht auch sehr hilfsbereit aus. Naja, auf eine andere Art und Weise. Ja, mit Festspielen, nicht mit Leidenschaften. Meine Damen und Herren, als nächstes haben wir Rue Achaya. Herzinbeinbruch. Danke. Thank you.
einen großen Applaus für Rue. Und als nächstes, meine Damen und Herren, kommt Kimberly. Wie war ich? Ich hab dir doch gesagt, du hättest deine Mudras mehr üben sollen. Ich glaube, das hat keiner der Jury bemerkt. Ich schon. Und wenn ich es bemerkt habe, haben sie es auch bemerkt. Und das wird dich mindestens einen halben Punkt kosten. Was ist das? Was zum... Ja, Kimmy hat Gesangsunterricht genommen, seit sie 8 Jahre alt ist. Sie ist gut, hm? Mom, wohin gehen wir? Wir werden den Auftritt verbessern. Ich verstehe nicht, warum wir das hier machen. Weil wir nicht wollen, dass uns jemand hört und unsere Antworten klaut. Jetzt konzentrier dich. Okay, welche globalen Probleme würdest du gerne lösen? Kinderhunger, damit die 12 Millionen Kinder in Amerika, die unter Essensknappheit leiden, die Möglichkeit haben zu überleben. Perfekt. Du hast mich mit allen 3 Metriken getroffen. Du hast es geschafft, mein Herz zu erobern, indem du eine unterprivilegierte Bevölkerung erwähnst. Du hast mir alle Fakten genannt und du hast mit dem Positiven geendet. Sehr gut. Frage 2. Wer ist dein Held und warum? Das hatten wir schon. Kann ich nicht einfach eine Pause machen und etwas zu essen holen, wie alle anderen auch? Komm schon, Rue. Du bist jetzt unter den ersten 3. Wir können jetzt nicht aufhören. Die Fragen und Antworten sind die wichtigsten von allen Segmenten. Es zeigt der Jury und dem Publikum, wer du bist und was dir wichtig ist. Wir versuchen es nochmal. Wer ist dein Held und warum? Ich würde sagen, Ruth Bader Ginsburg für ihren Einfluss auf die Rechte der Frauen. Nein. Jane Austen für ihren Beitrag zur Literatur. Statistiken zeigen, dass Juries Jane Austen bevorzugen vor allen anderen bemerkenswerten weiblichen Figuren. Das stand in dem Studienführer, den ich dir gegeben habe. Hast du ihn nicht durchgelesen? Doch, hab ich. Es fühlt sich einfach falsch an, geskriptete Antworten zu geben. Du meinst Gewinnantworten. Und wenn du dann da oben bist, denk daran zu lächeln, nimm Augenkontakt mit der Jury auf und steh aufrecht da. Siehst du, du bist so eine vorzeigbare junge Lady, wenn du dir Mühe gibst. Du bist so nah dran, die Krone zu gewinnen. Ich kann es spüren. Und dann nächsten Monat geht es zu den Regionalmeisterschaften und dann zur Landesmeisterschaft. Regionalmeisterschaften? Mom, ich kann ja nicht mitmachen. Ich trainiere für Fußball, erinnerst du dich? Wir haben 5 Tage die Woche Training und an den Wochenenden Spiele und Turniere. Für beides bleibt keine Zeit. Ich habe mir das überlegt. Und ich finde, du solltest bei den Wettbewerben bleiben. Was? Okay, sprich leiser, es sind Leute hier. Nein! Du hast mir versprochen, wenn ich den Wettbewerb gewinne, darf ich Fußball spielen. Du kannst dein Wort nicht einfach brechen. Beruhige dich und hör mir zu. Nein, ich bin fertig damit. Ich rufe ein Uber und fahre nach Hause und esse ein Truthahn-Sandwich. Teenager, in mein Gespür für das Dramatische. Da bist du ja, sie beginnen in 5... Ich rede nicht mit dir. Okay, können wir diese Meinungsverschiedenheit erstmal vertagen und wieder reingehen? Wir müssen nur noch den Q&A-Teil machen und sie werden den Gewinner verkünden. Du bist einfach unmöglich. Deswegen gehe ich jetzt, weil du dich mehr um diese Misswahl kümmerst als um deine eigene Tochter. Das ist nicht wahr. Ach, wirklich? Ich habe mir seit Wochen den Arsch aufgerissen. Für deine Träume, nicht für meine. Ich will nur das Beste für dich, Rue. Dass du die gleichen Chancen hast, die ich als Kind hatte. Das ist mir alles egal. Ich will nur das tun, was mir Spaß macht. Warum kannst du das nicht unterstützen? Ich will nur, dass du dein Potenzial voll ausschöpfst. Ich will dich zum Erfolg bereit machen und um die beste Version von dir selbst zu sein. Jede Mom will, dass ihre Tochter erwachsen wird und dass sie es besser macht als sie selbst. Deshalb bin ich so hart zu dir. Wettbewerbe waren für mich ein Weg, um der Armut zu entkommen, aufs College zu gehen, um eine Zukunft aufzubauen. Und das wünsche ich mir für dich und noch viel mehr. Dein Haar, dein Körper, dein Talent. Du bist so viel mehr, als ich mir je erträumt habe. Und du kannst so viel mehr sein, als ich es je war. Also bitte, komm mit mir wieder rein. Es tut mir leid, Mom. Aber ich kann nicht. Okay, ich habe Rue für den nächsten Platz eingetragen. Eigentlich wird sie nicht kommen.
Okay, dann wird sie leider disqualifiziert, da wir weitermachen müssen. Meine Damen und Herren, und als nächstes haben wir Ru Acharya. Es gibt heute Abend eine kleine Änderung. Ru Acharya wird heute nicht anwesend sein. Warte! Warte, ich bin hier! Sorry, ich war noch nicht ganz fertig, aber jetzt bin ich bereit. Toll, machen wir weiter mit unseren Q&A-Fragen. Deine Frage ist, wer ist dein Held und warum? Viel Glück. Hi, ich würde sagen, mein Held ist Jane Austen für ihre Beiträge zur Literatur. Wisst ihr was? Ich nehme es zurück. Meine Heldin ist nicht Jane Austen. Ihr habt mich gefragt, wer mein Held ist. Mein Held ist... Oh, sag nicht Ruth Bader. Meine Mom. Wisst ihr, meine Mom war Miss Teen Pasadena, als sie in meinem Alter war. Ein Blick auf sie und ihr wisst, dass sie ein Model ist. Der Schönheit, der Anmut und Eleganz. Aber das ist nicht der Grund, warum ich zu ihr aufschaue. Ich schaue zu ihr auf, weil sie harte Arbeit und Disziplin schätzt. Und auch wenn sie nur die Fehler in sich selbst sieht und benutzt mich sogar manchmal, um sie zu korrigieren. Alles, was ich sehe, ist eine Frau, die mich mehr liebt als alles andere. Und sie will, dass ich mehr erreiche, was sie sich jemals erträumt hat, was für sie möglich sein könnte. Und auch wenn wir nicht immer an allem einig sind, oder wenn ich ehrlich bin über alles, am Ende des Tages weiß ich, dass sie alles tut. Mit ihrem ganzen Herzen. Und sie will, dass ich die beste Version von mir selbst bin. Also sage ich, dass meine Mom meine Heldin ist. Dankeschön. Es tut mir so leid. Ich weiß, was du sagen willst. Ich bin vom Drehbuch abgewichen und das hätte ich nicht tun sollen. Aber ich wusste nicht, dass ich das alles sagen würde. Es ist einfach rausgekommen. Das wollte ich nicht sagen. Hast du das ehrlich gemeint? Was du da oben gesagt hast? Klar hab ich das. Ich wollte immer nur, dass du stolz auf mich bist. Und wenn die Teilnahme an Wettbewerben das bewirkt, dann mache ich das auch. Deshalb bin ich zurückgekommen. Ich will dich nicht enttäuschen. Schätzchen. Du enttäuschst mich nie. Ich werde immer stolz auf dich sein. Egal, was passiert. Und es tut mir so leid, wenn ich dir jemals ein anderes Gefühl gegeben habe. Und wenn du Fußball spielen willst und nicht bei der Misswahl mitmachst, werde ich für dich da sein, bei jedem Schritt auf dem Weg. Wirklich? Ja, weil was für ein Held wäre ich dann, wenn ich nicht mein eigenes Kind unterstützen würde. Ich unterbreche nur ungern, aber in 5 Minuten verkünden wir den Gewinner. Das geht's. Ja, aber zuerst kann ich dieses eine Haar in Ordnung bringen. Hör auf. Wegen diesem einen Haar verliere ich schon nicht. Und außerdem haben sie den Gewinner schon gewählt. Ich weiß. Ich kann einfach nicht anders. Meine Damen und Herren, der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Wir sind bei den letzten 3 Kandidaten angelangt. Viel Glück, Ladies. Und auf dem 3. Platz haben wir Jasmine Gordon. Applaus für Jasmine Gordon. Und an erster Stelle unsere neue Miss Teen Pasadena. Und unsere glückliche Gewinnerin wird zu den Regionalmeisterschaften fahren. Und es ist Kimberly Brown, meine Damen und Herren. Applaus für Kimberly, unsere neue Miss Teen Pasadena. Glückwunsch, Kimberly Brown. Einen Applaus für Kimberly. Es tut mir leid, ich habe nicht gewonnen. Das hast du dir doch so gewünscht. Das ist schon okay. Du musst dich nicht entschuldigen. Du hast das toll gemacht. Außerdem habe ich kürzlich gelernt, dass es nicht ums Gewinnen oder Verlieren geht, sondern darum, Spaß zu haben. Wow. Das ist doch egal. Du wirst deine Fußballtrophäe mit nach Hause bringen, bevor du es merkst.
Aber wenn deine Mudras so sind wie deine Fußarbeit, dann müssen wir so schnell wie möglich mit dem Training beginnen. Okay. Bevor wir zu meiner Fußarbeit kommen, können wir uns bitte ein Stück Pizza holen? Klar. Aber danach müssen wir uns die Essgewohnheiten ansehen und die Trainingsroutine von Fußballspielern. Weißt du, ich habe mich gefragt... Ja, los! Ja, du schaffst das! Ja, super! Ja! So wird's gemacht! Ja! Hast du Mia? Los, hol ihn dir, hol ihn dir! Wer ist das? Ich habe diese Frau noch nie gesehen. Das ist meine Tochter. Oh, gut gemacht. Könntest du ein bisschen leiser sein? Leiser? Ich dachte, du wolltest, dass ich dich unterstütze. Das hab ich. Ich meine, das tue ich. Es ist nur, vielleicht bist du ein bisschen zu unterstützend. Wenn ich dabei bin, dann kann ich einfach nicht anders. Ja, das wird mir langsam klar. Was hast du gesagt? Nichts. Ich will nur... Oh, weißt du was? Anstatt das hier, warum nimmst du nicht ein paar Orangenscheiben? Die sind gut für die Ausdauer. Okay, dann geh wieder da raus. Weiter geht's. Du schaffst das. Du schaffst das. Ja. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, eine Stage-Mom oder eine Soccer-Mom zu haben. Eine Soccer-Mom.